Freunde des Mittelstreckenlaufs. Auf geht's zum 800-Meter-Finale der Junioren. Nach den Damen auf die Herren. In diesem Finale mit dabei auf der Bahn 1 Patrick Oehler vom Orfeld Sindelfingen. Auf der Bahn 2 stehen gemeinsam Tim Jurich von den Hallischen Leichtathletik-Freunden und Julian Poltrock von der SGTSV Großhagen Kieler TB. Auf der Bahn 3, da steht der dritte der deutschen Meisterschaften dieses Jahres. Er kommt vom Erfurter LAC, Sebastian Keiner. Auf der Bahn 4, der hat einen entspannten Auftritt gestern im Vorlauf. Der Titelverteidiger und amtierende deutsche Meister seit Braunschweig auch bei den Männern. Von der Ecke Braunschweig, Sören Ludolf. Auf der Bahn 5, da steht der deutsche Jugendmeister des letzten Jahres. Er kommt von der EG Rheinbeck-Ruhe, Andreas Lange. Und zwei Athleten haben wir auf der Bahn 6, nämlich Alexander Schwab vom VfL Sindelfingen und Andreas Kobol von der DJK Friedberg. Das ist das Finale 800 Meter der Junioren. Das Finale mit dabei, die ersten und dritten der deutschen Meisterschaften bei den Männern. Die Junioren, sie kommen ganz stark auf im 800 Meter Lauf in Deutschland. Der Titelverteidiger gut zu erkennen, der einzige im roten, ganz nicht der einzige, einer von den zwei im roten Trikot, da in schwarzer Hose und rotem Oberteil. Und dann ist es Sebastian Keiner, der Erfurter. Also, Andreas Lange, der Jugendliche aus der Nähe, Knallrot, ist es für den Huber. Sprintentscheidung aus. Schau mal, jetzt kommen sie selbst von hinten außen noch hinein. 200 Meter sind es noch. Sören Ludolf, der Titelverteidiger und deutsche Meister, ein bisschen eingeklemmt da. 200 Meter vor dem Ziel, in Rot in den Laufen. Vorne Sebastian Keiner, der zieht das Tempo an. So, was passiert auf der Zielgeraden? Die letzten 100 Meter im 800 Meter Finale in Union. Jetzt Sören Ludolf, der deutsche Meister. Dritte, der freut sich, Andreas Lange, der Jugendliche, nach Silbernullen, Bronze in Regensburg. Das war doch nochmal eine schöne Sportentscheidung, hier über die 800 Meter, mit dem titelverteidigenden Sieger, mit Sören Ludolf aus Braunschweig. Und auf der Anzeigetafel sehen wir das Endergebnis im Hammerwurf der Juniorinnen. Caroline Pesler im letzten Durchgang.